mal da drüben. Guck mal, gehen wir mal hier runter. Ja, der soll ja gar nicht frei. Wir können das aber abmachen. Hä? Der Schützenvereine. Nee, ja, ich kann nicht. Stell dich vor, ich hab Durst. Da musst du was trinken. Ja, ich hole mir erstmal immer ein paar Marken. Geht denn überhaupt nicht getrunken? Kann ich mal so ein bisschen zurückgehen, so einen halben Meter? Danke. Frau Stempf, steht ja alle richtig. Martin. Genau. So, bitte mal. So, ihr guckt alle richtig hierher. Oh, Vorsicht. Machst du etwas lauter? Ja, eins. Andi! Blau Magic spielt noch ein. Thank you.
Vielen Dank. Das war die Blue Line Show und Magic Band. Spielt ihr noch einen oder später? Einen noch. Hervorragend. Die Blue Line Show und Magic Band. Einen kräftigen Applaus bitte. Lauter. Jawohl. Ich denke, später hören wir noch ein Stück von Ihnen. Ich möchte Sie erstmal alle herzlich willkommen heißen. Alle Freunde des Hasper-Brauchtums. Alle Hasperinnen und Hasper. Alle Gäste aus nah und fern, herzlich willkommen zu unserem Maifest. Vorab möchte ich mich bedanken bei der örtlichen Polizei, die ganz Hasper abgesperrt haben, damit wir den Baum hier auftragen können. Vielen Dank. Applaus für die Polizei. Wer weiß, wozu es gut ist. Dann möchte ich mich bedanken bei der Freiwilligen Feuerwehr, Löschgruppe Haspe unter der Leitung von Gerald Pfeiffer. Vielen Dank. Die Jungs haben den Baum hier raufgeschleppt. Also das war eine ganz schöne Maloche. Vielen Dank. Ja, dann möchte ich Ihnen erstmal die Leute hier oben auf der Bühne vorstellen. Fangen wir mit den Schützen an. Das ist der Tückinger Schützenverein mit Sandro und Alea. Und Simon Nogger, Kreisjugendkönig. Wo sind Sie? Ah, da, nach vorne gehen. Nach vorne für den Applaus. Ja. Na also,
dann möchte ich den Schützenverein Westerbauer begrüßen, die in riesiger Mannstärke hier angetreten sind. Einmal, leider ist der Schützenkönig Jörg krank, dafür begrüße ich aber die Schützenkönigin Yvonne. Und jetzt aber krachend hier. Dann begrüße ich aus dem Hasper Schützenverein das Königspaar Peter und Elke. Jawohl. Und last but not least die Währinghauser Schützengilde, vertreten durch Ellen Schäbe und Karl-Heinz Schmidt. Nach vorne. Vielen Dank. So, dann kommen wir zu unseren Hauptakteuren. Das sind unsere Symbolfiguren. Der Michael lacht mich schon an. Begrüßen Sie mit mir jetzt mit einem tobenden Applaus den Michael Kröner mit seiner Pagin, mit seinem Blumenbeet. Lauter! Nach 2 Jahren Abstinenz. Dann begrüße ich die Herren, die dafür gesorgt haben, dass wir so Bombenwetter hatten, gestern und heute. Unsere Wolkenschieber. Vorneweg Fritz Gerke. Dann Willi Würfel und Michael Dahlbüding. Das sind die Herren, die verantwortlich sind für das Wetter hier. Fast hervorragend. Dann als eine Hauptfigur hier heute unseren amtierenden Herrn Beströter, Peter vom Wege mit seinen liebreizenden Paginnen. Jetzt ist aber richtig laut. Peter! Dann stehen hier noch einige Herren vom Vorstand des Hasper Heimat- und Brauchtumsvereins. Auch mal nach vorne. Jawohl. Sie haben dafür gesorgt, dass das Fest hier so toll gestaltet ist. Vielen Dank. Ja, mache ich gleich. Und jetzt kommt die Hauptfigur von Haspe. Unser Bezirksbürgermeister, Horst Wisutzki. Jetzt aber richtig. Also ich würde sagen, dann gebe ich auch dem Horst kurz das Mikrofon, damit er selbst noch ein paar Worte sagen kann. Recht herzlichen Dank, lieber Präsident Becker, lieber Jörg. Herzlichen Dank, dass ich heute mit auf der Bühne stehen darf. Der hat alles begrüßt. Ich könnte euch nur das Gegenkarussell begrüßen. Sonst sind alle auf dem Platz entsprechend begrüßt worden. Aber ich möchte die Gelegenheit ganz einfach nutzen, um zu sagen, es ist das erste Mal nach 2 Jahren Corona-bedingt, dass wir in Haspe wieder gemeinsam ein großes Fest feiern können. Dafür möchte ich dem HWV für die Organisation des Festes recht herzlich bedanken und ich freue mich auch, dass wir eine vernünftige Zusammenstellung Musik, Tanz und Show gefunden haben, dass wir 2 schöne Tage hier auf dem Hüttenplatz verbringen können. Sie selber persönlich sollten diesen heutigen und gestern Tag dazu nutzen, nämlich das zu machen, was uns 2 Jahre gefehlt hat, nämlich das Gespräch mit Freunden, mit Nachbarn und Bekannten, was 2 Jahre Corona-bedingt ausgefallen ist. Das holen Sie bitte heute nach und suchen vielleicht noch neue Bekannte, dass man entsprechend wieder miteinander redet. Denn das ist ein Grundbedürfnis eines Menschen, sich mitzuteilen, entsprechend zu reden. Darüber hinaus darf ich feststellen, dass der Baum gesetzt ist. Ich habe mit dem Wolkenschieber Obermeister gesprochen. Guckt nach oben. Das Wetter bleibt es erst. Vielen Dank. Schönen 1. Mai. Vielen Dank, lieber Horst. Dann habe ich gerade schon den Vorstand vorgestellt vom Hasper Heimat- und Brauchtumsverein. Die möchten euch gerne noch 2 Sachen präsentieren, beziehungsweise eine Sache. Ich übergebe mal das Mikrofon an Claudia Kemper. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar am 14. Juli
sind wir natürlich auch, wie wahrscheinlich der eine oder andere, der hier auf dem Platz steht, leider abgesoffen in der alten Feuerwache DKS. Und der Empelströter von 2008, Heinrich Beckmann, war so nett und hat aus dem Keller unsere gelagerten alten Kirmeskrüge gesichert und gesäubert. Genau. Ein Applaus dafür. Danke, Heinrich. Und wir haben uns überlegt, dass wir die gerne für einen guten Zweck, also für den Hasbar Brauchtum verkaufen möchten. Wir haben die Variante ohne Deckel und mit Deckel. Wir haben den aktuellen Kirmespin dran gemacht. Wir haben einen Überraschungspin dran gemacht aus Vorjahren. Also vielleicht hat der eine oder andere den noch nicht. Und die Brauerei war so nett, uns noch so ein bisschen ein kleines Geschenk zu gönnen. Und der kleine ohne Deckel würde 10 Euro kosten, wenn ihr Lust habt, 3 zu nehmen für 25. Und der mit Deckel 15 und 3 davon 35 und zu kaufen vorne im Kassenwagen. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir da noch ein bisschen was zusammenbekommen, weil wir eben gerade dabei sind, die DKS, also die Feuerwache, die alte, zu renovieren. Und wir hatten leider keine Elementarversicherung und deswegen geht das alles zu unseren Lasten. Danke und feiert noch schön. Vielen Dank, liebe Claudia. Ja, normalerweise kommt jetzt der Punkt, wo der Maibaum gesetzt wird, aber der ist ja schon gesetzt. Aber ich möchte jetzt trotzdem alle Empelströter mal bitten, zum Maibaum zu kommen, damit die Leute auch ein paar Fotos machen können von euch. Also alle Empelströter zum Maibaum und stellt euch auf zum Gruppenfoto. Jawohl. Nicht nur der Mai ist gekommen, auch der Erbeströder ist gekommen. Aber habt ihr nicht noch ein Liedchen dafür? Okay. Also, Jungs. Und halte mir bloß den Baum feste. Lasst doch die älteren Herrschaften mal da durch. So, alle zusammen am Baum. Dann dürfen Sie jetzt fotografieren, meine Herrschaften. Und die Blue Line Show und Magic Band wird uns noch einen dazu spielen. Bitte noch mal kräftigen Applaus für die Blue Line Show und Magic Band. So, ihr marschiert aus und wir räumen auch die Bühne.
1. So, meine Herrschaften, nochmal Applaus. Unsere Schützen. Etwas lauter. Ja.